Ja, hallo zusammen erstmal. Ich will euch heute mal den Unterschied zwischen der Freilandware und der Topware unserer Abies Nordmanniana zeigen. Das hier sind dreijährige Sämlinge von Abies Nordmanniana. Die haben wir im kleinen Container getopft. Wie ihr seht, haben die Pflanzen den Ballen gut durchwurzelt, haben einen festen Wurzelballen, sind auch oben mit Sägespäne abgestreut. Das unterdrückt den Grasbewuchs in den Töpfen, sodass ihr immer eine saubere Ware bekommt. Diese Ware, wenn ihr sie jetzt auspflanzen wollt, für einzeln im Garten oder als Weihnachtsbaumkultur, da werden die Wurzeln kurz angeschnitten, einfach nur einen Zentimeter tief. Das reizt sie, neue Saugwurzeln nach außen zu bilden. Diese Pflanzen sind von Vorteil, wenn ihr eine Fläche habt, wo die Böden nicht ganz so optimal sind, weil die frische Erde mit ins Quartier bringen. Dagegen haben wir hier jetzt eine vierjährige Abies Nordmanniana Freilandware. Ihr seht, die hat einen wunderbar entwickelten Wurzelbart, ist gerade gewachsen, gut bewehrt, sodass da also auch ein schöner Aufbau zu erwarten ist. Und die werden vorwiegend genommen für Weihnachtsbaumkulturen. Ein Link, wie man eine Weihnachtsbaumkultur anlegt, findet ihr auf unserer Seite unter Dokumente. Diese Ware wird vorm Pflanzen, werden die Wurzeln angeschnitten, schön schräg. Damit habt ihr, wie beim Wurstverkauf, eine große Fläche. Auch hier werden neue Saugwurzeln durch die Pflanze gebildet. Gepflanzt wird nur so tief, wie die Pflanze auf dem Feld auch war. Also nicht, dass ihr sagt, ich will ihn jetzt bis da pflanzen. Das würde dann den Lebensablauf der Pflanze durcheinander bringen. Wenn ihr die einkürzt, ist das Feinwurzelsystem dichter an der Pflanze und ihr könnt sie noch als Ballenpflanzen rausnehmen. Schön kräftig entwickelte Pflanzen. Wunderbar. So, fürs Auspflanzen von eurer Nordmannstein braucht ihr einmal euer Stück Erde, wo ihr hin wollt. Gepflanzt wird mit dem Spaten. Glatt gezogen wird es hinterher mit der Hake, angegossen mit der Gießkanne. Vorm Pflanzen wird die Fläche mit Bodenaktivator gestreut. Das aktiviert das Bodenleben, der Regenwurm ist da, die Pilze, Bakterien. Und da, wo das Bodenleben in Gange ist und ausgewogen, habt ihr auch ein gutes Pflanzenwachstum. Und dann im Frühjahr geht ihr mit diesem Nadelgehölzdünger dabei und gebt den Pflanzen die nötigen Nährstoffe, sodass ihr einen kompakten, gesunden Wuchs habt. Gut ausgebildete Triebe, saubere Nadelfarben und so erreicht ihr auch gute Qualitäten und braucht nicht irgendwie mit gelben Weihnachtsbäumen handeln oder so. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie kurz gepflanzt wird und das war's denn schon. Die Weihnachtsbaumkulturen, die Nordmannstannen, werden im Abstand von Meter mal Meter gepflanzt, so dass sich die Pflanzen dann auch, dass die Pflanzen genügend Raum haben, um sich zu entwickeln und ihr daran arbeiten könnt. Dazu werden dann keine Pflanzgräben ausgehoben, weil das wäre zu viel Gebuddel. Ihr macht die einzelnen Pflanzlöcher fertig. Achtet darauf, dass der Boden gut gelockert ist. Und setzt eure Pflanzen anschließend gepflegt hinein und achtet darauf, dass die Wurzeln dabei nicht umknicken und sich schön gerade entwickeln können. Um den Pflanzen jetzt das nötige Futter zu geben, bestreuen wir den Aushub jetzt mit Bodenaktivator. Da kommt eine gute Handvoll pro Pflanze drauf. Das tut ihnen auf jeden Fall gut. Beim Pflanzen einfach mit hinein ins Loch. Das mischt sich selber damit unter. Wenn ihr das Loch so weit gefüllt habt, die Pflanze einmal ein bisschen bewegen, damit sich Luftblasen schließen, dann wird angetreten und dann geht es bei der nächsten weiter. Dabei achten, dass ihr sie schön gerade pflanzt. Anschließend könnt ihr die Pflanzung noch mit der Hake ein bisschen glatt ziehen, damit es vernünftig aussieht. Und dann kann die erste Ernte in 5 bis 6 Jahren beginnen. So, bei der Containerware, bei den Topfpflanzen ist es so, die werden vorm Pflanzen ordentlich gewässert, sodass der Topf wirklich schön voll mit Wasser gesogen ist.
weil der darf nicht trocken in die Erde kommen, dann bleibt er trocken. Die Pflanze muss also kerntief gewässert sein, dann ist sie gut versorgt. Ja, und dann könnt ihr sie einfach vorab verteilen und dann wird gepflanzt. Schön andrücken. Darauf achten, dass sich keine Luftblasen unter den Pflanzen, dass wir da keine Hohlräume haben. Und dann dürfen sie erstmal wachsen. So, und nach getaner Arbeit könnt ihr euer Feld feiern und ich wünsche euch viel Vergnügen mit euren Pflanzen und der Weihnachtsbaumernte.